Ich verrate nur so viel, du wirst dir noch einen Pferdeschwanz machen können. Okay, das beruhigt ja schon mal. Und deine naturblonden Haare werde ich brünett tönen. Martina hat so einige Chefs vor ihrem Einsatz bereits zurechtgestutzt. Nervös. Fängt durchaus an, etwas mehr zu kribbeln. Ich bin sehr aufgeregt, wie es gleich aussehen wird. Und jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Wenn Maren wüsste, was da gerade alles runterkommt. Also rein vom Feeling her fühlt es sich an wie eine Frisur, die ich schon mal im Kindesalter hatte. Maren sieht nur, was auf den Boden fällt. Die Spiegel sind abgehängt. Darf ich mal fühlen? Ja, na klar, greif mal rein. Oh, jetzt geht das Föhnen deutlich schneller morgens. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Und die Verwandlung ist immer noch nicht beendet. Aktuell kann ich mir noch gar nicht vorstellen, wie es wird, weil ich noch nie so eine Typveränderung hatte in dem Umfang. Die Verwandlung muss drastisch sein. Um dabei nicht enttarnt zu werden, greift Friseurweltmeisterin Martina zu drastischen Mitteln. Nicht mehr lange und Maren wird erstmals ihr neues Ich erblicken. Und Ladies, Vorhänge weg. Okay. Hammer. Tolle Haarfarbe. Auf jeden Fall ein krasser Look. Die Haare sind echt cool. Ja, ich finde schon gefallen am Outfit. Also, ich bin Laura Köster. Ich werde bei Cashwheel mitmachen. Die Auflösung folgt in wenigen Sekunden. Wow, cool. Na, was sagst du? Sieht gut aus. Respekt. Die Verwandlung ist extrem gut gelungen. Ich habe sie auf den ersten Blick nicht erkannt. Völlig veränderter Typ. Guck mal, die Haare. Oh, cool. Sind die echt? Alles echt. Die Verwandlung heute war ein großer Schritt für mich. Und nach der Reaktion von Wolfram bin ich natürlich erleichtert, dass es ihm auch gefällt. Und ich fühle mich natürlich auch ganz anders jetzt. Zwei völlig verschiedene Persönlichkeiten. Ein und dieselbe Person. Aus Maren Wolters, der Aufsichtsrätin und Geschäftsführerin, ist Laura Köster geworden. Eine ehemalige VJ auf Arbeitssuche.